Hallo und herzlich willkommen auf der Bank im Wald. Gear Review, beziehungsweise bisschen erweiterte Gear Review. Geht nicht nur um Eigengegenstand, geht auch noch so ein bisschen um Grundlagenwissen. Regenjacke. Ja? Grundlagenthema Nummer 1, es gibt drei Möglichkeiten, vier einigermaßen akzeptable Möglichkeiten, sich in der Natur vor Regen zu schützen. Variante Nummer 1, Regenschirm. Ist in den letzten Jahren wieder beliebter geworden. Da gibt es jetzt auch leicht Outdoor-Schieß-mich-tot-Regenschirme. Mag ich persönlich nicht so. Jedem seine Sache. Ja? Poncho. Meistens schon dicht. Mögen viele Leute nicht, weil wird schnell warm. Und du hast da drin so eine kleine Mikrosauna, rennst in deinem eigenen Saunazeltchen in der Gegend rum, deiner eigenen Schwitzhütte, bleibst hier und da mal hängen. Im Wind ist es so ein Thema, weht einem unten drunter, weht einem den Regen unten drunter. Also zumindest sind das so meine Gründe, weshalb ich Poncho so grundsätzlich erstmal nicht so mag. Kann man mal machen, gerade bei kaltem Wetter klappt das noch einigermaßen ganz gut. Wenn es warm wird, wird es halt schnell Schwitzhütte. Ja? Variante Nummer 3 ist meiner Meinung nach zum Beispiel Lodenkleidung oder gewachste Baumwolle oder irgendwelche anderen traditionellen Möglichkeiten, sich vor Schlechtwetter zu schützen. Die haben einen großen Vorteil gegenüber sowas. Ist kein Plastik. Ja, das fühlt sich besser an. Das ist erstmal so. Ich denke, da sind wir uns einigermaßen einig. Ich muss jetzt doch mal gerade aus Lichtgründen hier ein bisschen die Kamera umstellen. Aber eigentlich das Mittel der Wahl, nur leider ist beides ziemlich teuer und preislich fast schon vergleichbar mit sowas hier. Fast bis tatsächlich vergleichbar, je nachdem, wo man es kauft, was man kauft. Zweitens Loden, also zum Beispiel sehr, sehr dicht gewebte, filzige Wollprodukte, die durch natürliche Wollinhaltsstoffe, natürliche Öle, die das Schaf eben in seine Wolle abgegeben hat, beispielsweise sehr wasserabweisend sind, sind halt trotzdem nur sehr wasserabweisend, sind irgendwann durch und gerade für Mehrtagestouren trocknen auch nur sehr langsam wieder. Das heißt, die sind am nächsten Morgen nicht wieder trocken, ist da denn man hat eine Hütte mit großem Ofen, mit großem Kamin und kann die dann irgendwie zusätzlich unterstützt trocknen sozusagen. Wenn du wirklich mit dem Zelt unterwegs bist, in einer Region, wo es wenig Feuerholz gibt, ist das Ding einmal nass, ist es die Tour über nass, mehr oder weniger. Das wirst du nicht trocken kriegen, insbesondere nicht in den nassesten Regionen der Welt. So, und da ich in solchen Regionen teilweise gerne unterwegs bin und eine Ausrüstung haben möchte, die dafür geeignet ist, sind wir dann bei der Plastikjacke. So, jetzt kennt ihr diese blaue Jacke, wenn ihr mir schon seit ein paar Jährchen folgt, auch schon ein paar Jährchen. Ich habe sie 6 bis 8 Jahre. Ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, wie lange exakt. Gefühlte 8. Wenn es nur 6 sind, tut's mir leid. Aber sie hat jetzt mehr oder weniger ausgedient. Ich werde sie noch behalten, so ein bisschen als Ersatzjacke, zum, wenn es mal notwendig ist, eine Ersatzjacke zu haben, auch die dann noch mal kurz anziehen zu können. Sie ist immer noch eine ganze Weile lang dicht, aber nicht mehr ganz so lange. Vielleicht versuche ich sie auch noch mal ein bisschen zu reparieren, in Anführungszeichen, weil weshalb sie ausgedient hat, ist, dass ich die verklebten Nähte, ihr könnt hier zum Beispiel sehen, ne, die Nähte haben hier immer so einen Klebestreifen drüber und der löst sich zum Teil jetzt inzwischen. Ja, und das heißt, dann ist die gesteppt, also die genähte Naht darunter dann auch sichtbar und die ist jetzt nicht mehr wasserdicht. Das heißt, durch die Nähte, wenn sie dann nicht mehr verklebt sind, kann jetzt prinzipiell Wasser eindringen. Man kann das, wie gesagt, nochmal flicken. Man kann da selber nochmal solche Abklebebänder drüber kleben. Man kann da selber mit Silikon irgendwie so Klebestreifen drüber. Man kann das selber einpinseln mit Nahtabdichter. Und. Da gibt es also durchaus noch Möglichkeiten, wie man so eine Jacke nochmal retten könnte. Und ansonsten ist sie nämlich auch noch gut. Ja? Da muss ich jetzt dazu sagen, das ist die Mountain Hardware, Mountain Equipment. Entschuldigung, die beiden schmeißt man gerne mal schnell durcheinander. Ne? Namentliche Ähnlichkeiten. Mountain Equipment. Schiffling Jacket. Gibt es heute auch noch natürlich eine modernere Version davon. Ist heute immer noch ein gut verkauftes Jäckchen und kostet heute, damals waren es 400 Euro, mit der Inflation ist es kein Wunder, dass es heute 500 Euro sind. Ne? Ist also sauteure Ausrüstung.
Hardshell nennt man das auch. Ja? Die äußere harte Schale, die einem letztendlich vom Wetter schützen soll. Das ist Gore-Tex Pro Shell. Das ist das teuerste und stabilste Gore-Tex auf dem Markt. Und ja, sie hat 0, überhaupt keine Verletzung der Außenhaut. Nix. Ne? Da ist nichts kaputt gegangen. Es gibt diverse Videos, wo ich mit dem Ding am Feuer hocke. Jedes Mal steht ein Kommentar dabei, ich würde nicht mit der Plastikjacke am Feuer sitzen. Hat ihr aber nichts gemacht. Ja? Null Löcher, kein Brandloch, kein Dornenloch durch die Brombeeren, durch die Fichtendickung. Liebe Jäger unter meinen Zuschauern, ernsthaft, ja? Also ich meine das heftige Zeug, wirklich. Ja? Das hat ihr nichts gemacht, da ist nichts durchgegangen. Das ist eine 40D Polyamid-Material erstmal, der Außenstoff. Der ist super stabil. Im Außenstoff, also unter dem Außenstoff, sitzt dann die Membran, die dafür da ist, dass das Ganze wasserdicht ist. Die ist nicht so super stabil. Und deswegen ist auf der Innenseite dieser Stoff hier aufgebracht. Und der ist dann die dritte Schicht sozusagen und schützt das Ding nach innen. Der ist nicht ganz so robust wie der Außenstoff, muss er ja auch nicht sein, ist aber ebenfalls sehr, sehr, sehr robust. Und damit ist die Membran zwischen diesen beiden Schichten, die auflaminiert sind, also die zusammenlaminiert sind, die kleben jeweils aufeinander, sehr, sehr gut geschützt. Und prinzipiell immer noch eine Empfehlung. Ich will aber nicht nochmal 500 Euro ausgeben. Ist der eine Grund, weshalb ich mir nicht nochmal so eine kaufe. Klar, wie gesagt, reparieren könnte man. Der andere Grund kommt da ja gleich noch. Ich habe so ganz minimalste Stellen, wo dann hier zum Beispiel so ganz minimalste Abnutzungserscheinungen sichtbar sind. Das ist aber jetzt auch noch kein Grund, die Jacke deswegen unbedingt auszutauschen. Löcher, wie gesagt, keine Undichtigkeiten, nur da, wo die Naht inzwischen sichtbar ist, wo die Nahtabdichtung verloren gegangen ist, da gibt es noch ein paar andere Stellen. Das zieht sich schon ein bisschen durch. Das Ding wiegt 440 Gramm. Das ist für so eine robuste, dichte Jacke durchaus in Ordnung und hat auch nur ein kleines Packmaß. Das werde ich mal kurz demonstrieren. Passt zum Beispiel in die eigene Kapuze. Das ist auch meine beliebteste Methode, das Ding zusammenzupacken, weil wenn man es in die eigene Kapuze wickelt, bleibt es da auch drin und ist dann einfach ein kompaktes Paket, sieht dann ungefähr so aus. Also Packmaß ist für so eine robuste Jacke sensationell klein und mit dem Gewicht ist wie für eine Drei-Lagen-Jacke auch sehr weit unten anzusiedeln. Da gibt es also deutlich schwerere Modelle. Ich bin als Höhenangstler in viele Situationen gekommen, wo ich so an der Felswand mich fortbewegt habe, an der Felswand entlang schrappend, auch mal ohne Rucksack, ne? Und direkt mit der Jacke am Fels, wenn nicht immer mit einer Schulter am Fels, immer schön Felskontakt, weil da hinten irgendwo 5 Meter weiter ist der Abhang. Ganz so extrem ist es nicht. Ja, aber in Situationen, wo der Abhang halt eben nicht 5 Meter weiter, sondern 1 Meter weiter ist, da bin ich wirklich so am Fels lang, an Burgmauern entlang, an was weiß ich was für verschiedenste Geologien entlang, keinerlei Abnutzungserscheinungen, also wirklich fast nichts über Jahre. Und das war meine eine Jacke, die ich immer angezogen habe, wenn A, kalt, B, Regen, C, starker Wind. Immer. Die eine Jacke. Punkt, aus, Ende. Wenn nicht ganz so schlimm, dann dieses Ding. Das ist auch uralt, billiges Teil aus dem Decathlon, aber hebt noch. Muss ich eigentlich irgendwann mal wirklich Lieblingsausrüstungsvideos einführen und da dieses Teil hier mal erwähnen. Das ist sensationell. Das ist wirklich billiger China-Scheiß, dachte ich zuerst. Hab's halt gekauft, weil gefiel mir. War günstig, hält. Ich habe ein kleines Loch in so einer Netztasche inzwischen, aber der Rest vom Stoff hält. So ähnlich eben passt hier, wie gesagt, mit den Nahtproblemen. Ja? Also nach wie vor eine Empfehlung nach 6 bis 7 bis 8 Jahren intensivester Nutzung und diversen Outdoor-Touren und auch mit schwerem Rucksack getragen. Auch davon keinerlei Abnutzungserscheinungen wirklich feststellbar. Die Imprägnierung ist runter. Ich wollte die irgendwann nicht mehr erneuern, weil ich mir gedacht habe, ach komm, dicht ist das Ding auch ohne. Dann fängt es an, ein bisschen zu müffeln.
Für eine Imprägnierungserneuerung, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, müsste man das Teil auch in irgendeinen Trockner schmeißen. Jetzt habe ich keinen Trockner und auf die Schnelle weiß ich auch nicht, wo ich einen Trockner herkriegen soll. Und extra in die große Stadt fahren, in einen Waschsalon, um mal eben eine Jacke in den Trockner zu schmeißen, hatte ich nie Bock. Und drum ist die Imprägnierung wirklich völlig runter. Das Teil wird, der Oberstoff wird nass. Durchgehen tut aber trotzdem nichts, weil die Membran drunter, wie gesagt, eben noch dicht ist. Lediglich durch die Nähte, die nicht mehr abgedeckt sind, sickert es rein. Wer 500 Euro übrig hat, gibt es auch in anderen Farben, dieses Ding in der modernen Ausführung haben möchte, hat sich kaum was dran verändert, hat immer noch zwei große Taschen, die quasi hier liegen, extra nicht so weit unten, weil da ist ja der Hüftgurt vom Rucksack, ja, ungefähr bis hier. Kann man prima die Hände reinstecken, kann man zum Beispiel eine 1,5 Liter Flasche Wasser reinstecken, die guckt oben noch ein bisschen raus, aber man kann das damit tragen, ist zum Wandern durchaus mal interessant, wenn man keinen Rucksack mal kurzfristig dabei haben möchte, aber noch was zu trinken, das geht erstaunlich gut. Handschuhe, Mütze sowieso, alles blablub und so weiter und so fort. Die Taschen sind sehr wassergeschützt, ein Handy würde ich nicht unbedingt reinmachen. Ja, also manchmal bei ganz starken horizontalen Regen, der mit starkem Wind auf einen einprasselt, da ist dann schon mal ein bisschen Wasser eingedrungen. Ja. Auch durch den Frontreißverschluss, der die Jacke hier zumacht, ist auch schon mal Wasser eingedrungen bei Regen, der so kam, ne? So ins Gesicht. In Grönland zum Beispiel ist das passiert, ja. Gut, daher, wie gesagt, Alternative. Ach so, muss ich noch kurz erklären. Es gibt bei Membranjacken, das ist halt eben nun mal letztendlich für lange Trekkingtouren das einzig Wahre. Theoretisch, wer wirklich sagt, ich mache das mit Poncho, kann das tun. Wer sagt, mir ist Regen eh egal, ich nehme ein halbwegs wasserdichtes Jäckchen und ansonsten mache ich das mit dem Regenschirm. Der muss halt irgendwo sein, wo es nicht allzu viel Wind gibt. Sonst wird das mit dem Regenschirm irgendwann schwierig. Aber klar, kann man machen. Ja? Aber für Trekking, für viele Leute nach wie vor die Königsdisziplin, die Membranjacke. Das muss ja auch nicht Gore-Tex sein, da gibt es inzwischen noch ein paar andere Membranen, aber auch die gibt es im Prinzip in 3 bis 4 Varianten. Nämlich zunächst mal die Dreilagen-Membran, das ist die teuerste. Wie gesagt, Membran in der Mitte, außen dicker, fetter, stabiler Außenstoff, innen immer noch ein stabiler Innenstoff, Membran in die Mitte. Dann gibt es die sogenannte 2,5-Lagen-Jacke. Die hat einen stabilen Außenstoff, hier in Schwarz. Die hat die Membran auf den stabilen Außenstoff drauf laminiert. Und die hat innen eine ganz dünne Pulverbeschichtung. Ja, das, was wir hier sehen, ist also quasi die Membran, die aber mit diesem grauen Pülverchen hier quasi noch ein bisschen beschichtet wurde. Und auch da gibt es Nähte, die dann, ganz ohne Nähte kommt man bei selbst diesen laminierten Jacken nicht ganz aus, die dann auch wieder vertaped sind, ähnlich wie bei der Jacke. Ja, und auch hier wird das vielleicht nur 8 Jahre in Anführungszeichen halten. Oder 6. Mag sein, ja? Aber dafür ist die auch längst nicht so teuer und das ist das Vorgängermodell von der aktuellen. Aber ja, erstmal weiter im Text. 2,5-Lagen-Jacke. Dann gibt es die 2-Lagen-Jacke. Die ist selten, weil da die Membran quasi innen völlig ungeschützt wäre und sich dann an der anderen Kleidung, die man sonst so trägt, dann doch irgendwann kaputt reiben würde. So eine Membran, dieses Membranmaterial ist schon recht empfindlich, ist da dann meistens noch Netzfutter eingenäht, das Gewicht der Jacke dann irgendwie unattraktiv macht. Das Netzfutter sorgt sich voll vom Schweiß im Inneren. Ich bin da überhaupt kein Fan dieser 2-Lagen-Jacken mit Netzfutter. Theoretisch gibt es dann noch die 1-Lagen-Jacke, die besteht nur aus der Membran. Die ist dann noch oberflächlich ein kleines bisschen bedampft und auf der Innenseite vielleicht auch noch irgendwie abgesichert, aber das ist eine ziemlich fragile Angelegenheit. Das hatte ich mal als Radjacke. Ich war begeistert von dem Ding, wog nix, war dicht, bis ich einmal einer Brombeere zu nahe gekommen bin. Danach hatte sie einen Riss. Ja? Also da musst du halt wirklich drauf aufpassen. Als Radjacke ist das auch okay. Oder nee, es war eine Rose am Wegesrand. Die wuchs so ein bisschen auf den Radweg und ich fuhr vorbei und ratsch am Ärmel dann so einen lustigen Riss. Und ich habe den versucht noch zu kleben. Aber die Jacke war da auch schon alt und treu gedient und dann habe ich sie halt entsorgt. Und ich glaube sogar, dass ich mir damals die hier gekauft habe als Alternative. Ja, ja, das müsste sie gewesen sein. Ah, hat wehgetan, also finanziell. Ja, ich glaube ja, egal.
die findet man auf dem Markt relativ selten. Und das ist die... Die Namen von den Teilen ist immer so eine Sache. Ach ja, die Hucklöff Slim Jacket. Also Mountain... Equipment Schiffling Jacket findet ihr, wie gesagt, auch unter dem Namen aktuell zu kaufen. Hucklöff Slim LIM Jacket oder so ähnlich. Es gibt auch aktuell die Lim GTX Jacket. Die ist ein bisschen schwerer vom Material her, die ist etwas robuster. Das Ding hier ist super, super leicht, wiegt 252 Gramm. Das ist für eine gute, dichte, halbwegs stabile Regenjacke, mindestens halbwegs stabil, ist das sehr, 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 sehr leicht. Es gibt welche, die sind noch mal leichter, die sind mir dann zu leicht, denen traue ich einfach nicht, dass die einigermaßen was aushalten. Weil vor allen Dingen ist ein Problem, wenn man so eine Jacke anhat, da scheuert natürlich der Rucksack. Ja, der scheuert dir ja die ganze Zeit, während du den am Rücken hast, mit den Schultergurten an den Schultern rum. Ja, desjenigen, der die Jacke trägt, beziehungsweise eben am Schultermaterial der Jacke. Und der Hüftgurt scheuert natürlich an der Hüfte der Jacke rum. Also hier würde jetzt hier der Schultergurt, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie schneller bewege oder was, dann macht der Rucksack halt rutsch, rutsch, rutsch und scheuer. Und das ist auf die Dauer für eine leichtere Jacke irgendwann ein Problem. Und das hängt jetzt einfach davon ab, wie schwer ist der Rucksack, schlicht und ergreifend. Was für ein Rucksack und wie schwer ist der Rucksack? Da ich zunehmend weniger mit wirklich heftigem Gewicht durch die Gegend laufe, habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich nicht mehr hier so eine in Anführungszeichen Panzerregenjacke, sondern mir reicht jetzt so ein mittleres Modell. Und das ist hier genau der Fall. Das ist auch zwar immerhin 20D Nylon von der Außen. Beschichtung. Dieser D-Wert, der ist das Maß für die Stabilität des Fadens, mehr oder weniger, das Gewicht des Fadens. Und je mehr D der hat, desto schwerer und fester ist der im Grunde, der da als Primärfaden verarbeitet wurde. 40D kriegst du, wie gesagt, bei normaler Anwendung einer Jacke, auf die du nicht aufpasst, spätestens die späteren Jahre war es mir irgendwann egal, da hatte ich dann gelernt, die hält alles aus, was man mit ihr anstellen kann. Kriegst du quasi nicht mehr kaputt. Selbst wenn die Membran im Inneren ist, selbst dann kriegst du die quasi nicht mehr kaputt, ist meine Erfahrung. Ja, andere Leute schaffen das vielleicht, aber ich wüsste nicht wie. Ich wüsste wirklich nicht wie. Und selbst am Feuer sitzen. Und da ist schon mal ein Funken in meine Richtung geflogen. Aber kleinste Funken haben mir wohl nichts anhaben können. Ein richtig fetter Funken mag sein, dass der ein Loch hinterlässt, weiß ich nicht. War nie der Fall. Ja, und die hier hat jetzt eben nur 20D, also die Hälfte. 20D ist aber immer noch doppelt so viel wie die meisten normalen Kleidungsstücke ziviler Art. Also ziviler Art, keine Ahnung, normales Hemd, was weiß ich, für das Büro oder sowas in die Richtung. Das Baumwolle, das ist wieder ein anderer Faden, das kann man nur so bedingt vergleichen. Aber ein Sport-T-Shirt aus Kunstfaser, da bist du dann so mit 10D unterwegs. Da gibt es auch welche mit 5D, die besonders luftig sein sollen. Die sind zum Beispiel jetzt eben nicht besonders robust. Auch viele Merino-Produkte. Weil Merino grundsätzlich eine sehr feine Faser, sehr feine Wolle ist, sind dann auch häufig maximal so im 10D-Bereich, wenn man das so einigermaßen vergleichen kann, anzuordnen. Und da ist sie dann immer noch doppelt so robust wie das und das reicht mir. Ja? Bisher bin ich von der Jacke sehr, 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 sehr begeistert. Noch keinerlei Abnutzungserscheinungen, Abperlverhalten, Dichtigkeit, absolut klasse, voll und ganz. Sie ist schwarz, das wird den einen oder anderen freuen, dass ich nicht mehr den Blaumann mache. Ich halte das nicht für einen Vorteil. Blau ist eine für eine Regenjacke viel nützlichere Farbe. Die Chance, dass ich nämlich überfahren werde, weil mich keiner sieht, wenn ich über die Straße laufe, ist statistisch gesehen viel höher, als dass ich im Wald von irgendwem entdeckt werde, der mir was Böses will, weil ich eine blaue Jacke anhabe. Denn im Wald ist nun im Regelfall keiner, der mir was Böses will. Daher ist mir Tarnung im Walde zwar etwas, was ich genieße das Gefühl, mit gedeckten Farben unterwegs zu sein, meistens,
Aber das ist eine Universalregenjacke gewesen. Die wurde in der Stadt getragen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Studium, auf eben, wie gesagt, auch straßennahen Wanderwegen, beim über die Straße gehen und so weiter. Und da möchte ich gern gesehen werden, weil bei Scheißwetter sieht dich keiner, wenn du als schwarzes oder Camouflage oder sonst was Männchen rumläufst und das am besten noch in der Dämmerung. Und ja, ne? Nee. Und da die eben für weite Wanderungen ausgelegt war und nicht nur ausgewählte Route durch den Wald, wo es garantiert nicht über eine Straße geht, ist schwarz für mich kein wirklicher Vorteil. Ne? Ist im ersten Moment, sieht es besser aus? Ja, das ist so. Funktional? Kein Vorteil. Jedenfalls nicht für mich. Gut, was kann die? Das zeige ich euch mal ein bisschen. So, hier sind wir kurz bei der Schlechtwetter-Episode zum Thema, wie sieht denn das dann aus, wenn es auch wirklich regnet. Ich hätte gerne etwas mehr Regen gehabt, aber mehr gibt es gerade nicht. Wie man sieht, bin ich ganz ordentlich eingepackt. Versuche das nochmal von der Perspektive. Also von Kopf bis Fuß, die Jacke reicht auch relativ weit, hier vom Bund her, relativ weit nach unten. Zack. Und Regenhose drunter. Und wenn man dann noch halbwegs wasserfeste Schuhe hat, ist bei mir jetzt auch der Fall, dann ist man ziemlich, ziemlich wasserfest eingepackt. Natürlich wird man im Gesicht noch nass, Hände werden noch nass, sofern man dann keine wasserdichten Handschuhe hat. Und das Tolle ist halt eben bei neuen Regenjacken, neuen guten Regenjacken, ist das Abperlverhalten. Ja, was man hier schön sehen kann. Jeder Tropfen macht eine kleine, bleibt erstmal so zwar an der Jacke weitestgehend hängen, aber der Oberstoff wird nicht nass, sondern alles perlt quasi direkt ab. Und das ist dann natürlich außerordentlich wichtig für die Atmungsaktivität von Regenkleidung, weil wenn der Oberstoff erstmal durchgeweicht ist, dann geht da auch keine Feuchtigkeit von innen mehr nach außen durch. Das heißt, die Atmungsaktivität ist mehr oder weniger null. Will man die hohe Atmungsaktivität, die solchen Klamotten tendenziell haben, wirklich beibehalten, dann muss man eben auch darauf achten, dass die gut imprägniert sind. Ist mir meistens irgendwann egal, dann wird der Oberstoff halt nass. Hauptsache ich bleibe drunter trocken, weil meistens ist das dann ein Wetter, wo es eh so kalt ist, dass einen das nicht groß stört, dass man innen theoretisch schwitzen könnte. Für mich persönlich kein großes Thema, aber das muss jeder selber wissen. Ja, wie gesagt, kurze Eskapade aus dem Regen. Ich habe die jetzt schon viel im Regen angehabt. In letzter Zeit regnet es ja dauernd. Absolut dicht, da geht überhaupt nichts durch bisher. Ja? Null, gar nichts. Also wirklich sehr, sehr angenehm und sehr hohe Atmungsaktivität, auch bei schweißtreibenden Aktivitäten. Deutlich besser, als ich das von dickeren, sage ich jetzt mal, Jacken gewöhnt bin. So, zurück zum Ben im Trockenen. Ansonsten seht ihr hier, ups, Moment, ja, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, wenn man aufsteht, ist das Stativ zu kurz, die eine Tasche, ja? Die leichte Variante dieser Jacke, es gibt wie gesagt noch eine schwere, erkläre ich gleich, hat genau diese eine Tasche, die reicht theoretisch bis hier hoch, man kann da also auch was Längliches reinstecken, das fühlt sich dann komisch an und sieht seltsam aus, aber das war's, kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die ist. Ich bin für diese eine Tasche außerordentlich dankbar, weil da ist diese Kamera sehr gerne drin bei Schiedwetter, die ist ohnehin eigentlich wasserdicht, aber irgendwo muss ich sie hinpacken und darum bin ich froh, dass meine Regenkleidung nach wie vor zumindest eine kleine Tasche hat, wo man ein paar Dinge, die man auch im Regen hin und wieder mal benutzt, unterbringen kann, wie eben Handschuhe, die man vielleicht mal auszieht und dann wieder anzieht oder irgendwann beschließt, sie auszuziehen oder ein Mützchen, was man auch zusätzlich unterm Hut trägt oder unter der Kapuze, was man mal ausziehen möchte und so weiter. Das passt da alles rein, viel mehr aber auch nicht. LIM heißt für Less is More, steht für Less is More oder sowas. Und das ist halt eben das Prinzip der Hucklöffs. LIM-Ausrüstung, gibt diverse Produkte dieser LIM-Linie. Ich habe die hier jetzt in XXL gekauft. Ich brauche nicht XXL. Ich passe auch noch in XL rein und ich hoffe, das bleibt so. Aber bewusst, weil ich möchte unter meine Regenjacke gegebenenfalls im Winter, ich habe keine Skijacke oder keine wärmende Außenhüllenjacke für den Winter, besitze ich nicht, habe ich auch nicht vor, mir zuzulegen. Das heißt, ich ziehe hier beliebig viele andere dicke Kleidungsstücke, drei Pullover und nochmal zwei andere Fließjacken und was weiß ich was drunter und möchte diese Jacke dann auch drüber ziehen als Wetterschutz und als Windschutz vor allen Dingen, wenn es gerade nicht regnet. Ja? Und deswegen muss da Platz drin sein, darum habe ich sie ein bisschen größer gekauft. Das ist also bewusst strategisch so gewählt.
mit diesem mit dieser Tasche war es das auch. Ansonsten hat sie hier noch den Frontreißverschluss. Beides stark wasserabweisend, ist bisher noch nie was durchgegangen. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht mal irgendwann möglicherweise passieren kann. Hat auch keine Befestigungsmöglichkeiten, irgendwelche Klettbänder am Bündchen, sondern einfach nur ein Gummiband hier eingenäht. Das heißt, die schließt so ab und anders ist es nicht und verstellen kann man es auch nicht. Ist mir lieber, weil die Variante hier mit Klett, das hat im Lauf der Jahre, das hält zwar noch, aber es hat im Lauf der Jahre doch etwas nachgelassen und ist zumindest bei einer anderen Jacke von mir, bei dem Vorgänger von der hier, war das eine sehr große Schwachstelle. Da hat es halt irgendwann nicht mehr gehalten. Die hat zwar sage und schreibe sogar 10 Jahre gehalten, bis ich sie dann ersetzt habe. Aber das hat mich dann die letzten 2 Jahre auch genervt, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und ganz ehrlich, weil ich die hier eh immer zumache, ich mache die nie locker offen oder krempel mir die gar hoch oder sowas in die Richtung. Hochkrempeln würde hier sogar gehen. Ne? Also wenn man das möchte, kann man das theoretisch auch hochkrempeln, kein Problem. Aber ich will das eh immer am Handgelenk geschlossen haben und das ist mit diesem Gummiband bis in alle Ewigkeit verwirklicht und spart halt nochmal ein paar Gramm Gewicht. Ja? Ansonsten Zusatzausstattung, die hat hier, muss ich hochheben, noch Kordelzüge, das heißt man kann sie sich um die Hüfte rum richtig feste zuzerren, zuzurren, für wen das relevant ist. Ja? Ist bei ganz schlechtem Wetter ganz angenehm, muss ich sagen. Ist unterm Rucksack gegebenenfalls auch ganz angenehm. So, und dann gibt es noch eine Kapuze. Die seht ihr im Schlechtwetter-Ausschnitt gleich. Aber ich zeige es euch auch gleich nochmal schnell in Trocken. So, hallo. Wir haben hier einmal ein Bändchen zum... Da haben wir ein Zurbändchen für die linke Seite, da haben wir ein Zurbändchen für die rechte Seite, ist bei euch alles spiegelverkehrt. Die haben so winzig kleine Tockel oder wie die heißen, keine Ahnung, aber man kann sie jedenfalls da fixieren, wie man sie eingestellt hat. Und ich habe am Hinterkopf, ich hoffe, das sieht man, da ist auch noch mal einer. Da kann man quasi den, wie weit nach vorne oder wie weit nach hinten soll sie getragen werden, einstellen. Einhandbedienbarkeit, nicht unbedingt mit Handschuhen, die müsste man kurz ausziehen, weil eben diese Feststellknöpfchen, Tockel oder wie die heißen, die sind wirklich winzig, auch hier wieder zur Gewichtsreduzierung. Aber Kapuze dreht sich weitgehend mit. Ist vielleicht nicht unbedingt ideal fürs Fahrradfahren. Ne? Wenn du jetzt gleich einen ganz krassen Schulterblick nach hinten machen musst, da reicht Halsbewegen nicht. Da muss ein kleines bisschen, das war jetzt einer. Ja, also ein bisschen den Oberkörper mitbewegen muss man da dann noch. Es geht auf dem Fahrrad. Es gibt fürs Fahrrad vielleicht noch ein bisschen flexiblere Kapuzen, wo das dann noch mal ein bisschen besser geht. Aber gehen tut es auf jeden Fall. Kann man machen. Ja? Sehr angenehm. Ich trage auch inzwischen im Regen nicht mehr immer meinen Hut, sondern manchmal auch wirklich einfach direkt die Kapuze. Auch der Schild, der ist nicht sehr fest, aber er reicht völlig aus, erfüllt seinen Zweck. Unterm Kinn ist hier noch so ein ganz leichter Fließeinsatz, so ein bisschen ein weiches Material, damit das nicht so kratzt, wenn man das jetzt so tragen würde. Ne? Das ist für mich bartbedingt manchmal gar nicht so relevant, weil da eh alles Mögliche ist, was theoretisch kratzen könnte. Und daher, ne? So, das wär's. Absolut eine Empfehlung bisher. Ja, ich melde mich dann in ein paar Jahren nochmal. Das Ding ist sehr, sehr häufig verkauft worden. Ach ja, und jetzt noch der Hinweis. Also ihr findet die unter dem Suchbegriff Hucklöffs Lim GTX Gore-Tex Jacket. Das ist die aktuelle. Guckt da einfach mal aufs Gewicht. Die aktuelle wiegt, glaube ich, 300 und ein paar zerquetschte Gramm. Die hat 2 Taschen hier, ja, also die hat deutlich mehr Tasche, dadurch kommt erstens mal eine Gewichtserhöhung zustande, zweitens, sie hat etwas stabileres Außenmaterial, ist aber trotzdem noch die gleiche Membran und die gleiche Innenbedampfung. Das etwas stabilere Außenmaterial, da kann man sich jetzt streiten, wofür es das dann braucht. Hält die damit länger einen Rucksackstand? Nicht wirklich, weil da ist vor allen Dingen die
Jacke reibt auf Jacke. Abnutzung durch den Rucksack ist da eher ein Problem. Und einfach nur einen festeren Außenstoff zu verwenden, hilft vielleicht ein bisschen. Aber trotzdem würde ich mit dieser Jacke nicht empfehlen, Gewichte signifikant über 12 Kilo über längere Zeiträume durch die Gegend zu schleifen, egal mit welchem Rucksack, weil dann macht man sich die Jacke halt einfach langfristig kaputt. Möglicherweise. Ja? Vielleicht hält es auch aus, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Das Schöne ist bei der Variante, die ich hier trage, mit ihren 252 Gramm in XXL, wohlgemerkt, kleinere Größen logischerweise leichter. Was hat sie denn gekostet? Ich glaube 160 oder 180. War ein Schnäppchen, war in der Größe auch tatsächlich ein bisschen günstiger als die anderen Größen. Noch ein Grund, weshalb ich die jetzt in so groß habe, aber ich bereue nichts. Und ist halt das Vorgängermodell von der ganz aktuellen. Die liegt bei, ich glaube, etwa 300 Euro. Das ist für so eine robuste Allwetterjacke, die man auch fürs Trekking nutzen kann, solange man dann halt eben nicht Hochgewichtstrekking in Anführungszeichen oder normales Classic Trekking. Classic Trekking heißt ja Rucksackgewichte deutlich über die 12 Kilo. Mit 12 Kilo, also sprich 10 Kilo Baseweight, weniger als 10 Kilo Baseweight, das ist dann in der Praxis dann trotzdem meistens 12, 13 oder auch 14 Kilo, weil ja noch Proviant dazukommt, was ja immer nicht mitgezählt wird, aber lassen wir das. Aber sollte ich mich da irren und die Jacke ist schneller kaputt als erwartet durch 12 Kilo und 14 Kilo Rucksäcke, dann werde ich euch das natürlich mitteilen. Ja, ist halt eine Jacke, ne? Macht's gut und bis zum nächsten Mal.